Hi, ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Ich bin heute alleine, Sven ist nicht da. Deswegen nicht ausbuhen. Und ich muss den Chat aktivieren. Super. Genau, schön fleißig melden, meine Lieben. Könnt ihr, bin ich gut zu sehen? Hören und sehen dich. Perfekt. Ankündigung, ich hoffe, dass was mit dem Internet bei mir klappt. Ich habe momentan ziemlich viele Abbrüche, dadurch, dass Vodafone total überlastet ist, wegen den Hochwassergebieten, da sind die Servicepunkte total kaputt. Und bei mir geht das mit dem Internet so. Also, wenn das Ganze brechen sollte, bitte ich jetzt schon, mich nicht wäre total nett. Ja. Andere Ankündigung, ich kann nur bis 21 Uhr, weil wenn ich morgen um 4:45 wieder aufstehe, ich mache das zu lange, dann bin ich. Aber ich glaube, das hört ja auch. So, ich fange mal oben an. Hallo, Hobby. Siri. Habe ich noch? Hallo, Kitty. Und vorne habe ich auch gesehen, Rochi. Vorrangt. Da. Irgendwas klappt hier doch. Oh. Kann ich? Ach, Schwebenkleister. Sven, ich muss das wieder umstellen, weil ich kann das Fenster nicht richtig. Marco, mache ich das denn jetzt wieder? Inas, ich muss hier nochmal ganz. Sven! Mache ich das wieder? Sven! Ich kann den Chatbot nicht aktivieren, richtig, vernünftig schreiben, weil ich das Fenster nicht. Marco hat eine andere Auflösung. Geht doch gleich los. Siehst du? Der junge Mann mal nicht da. Alles nie. Besser? Ja. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Was kriegt das denn jetzt hier? Lösung. Mach das so selten. Bitte schön, Sari. Nimm meinen Call an. Call. Halt. Stopp. Hörst du mich? Hörst du mich? Hör dich nicht. Einen wunderschönen guten Abend alle zusammen. Hier ist der Technik-Call. Also, geh mal auf dein Desktop, mach rechte Maustaste, Nvidia Systemsteuerung. Rechte Maustaste. Warte mal eben. Nvidia Systemsteuerung, irgendwie speichert es die Auflösung nicht. Das ist so einfach. Ich wusste es. Irgendwas ist doch immer. Dann muss ich nochmal aus dem Spiel raus. Moment. Bin schon ein bisschen länger dabei. Hast du? Nein, noch nicht. Warte. Wir rausgehen. So, rechte Maustaste. Systemsteuerung. Jawohl, habe ich. Okay, dann gehst du im Menü unter Anzeige auf Auflösung ändern. Wählst oben deinen zweiten Monitor, der diese komische Kraxel-Auflösung hat. Ja. Und wählst dann die Auflösung 1920x1080. Und dann einmal übernehmen drücken und dann läuft's. Irgendwie speichert es nicht. Keine Ahnung warum. 1920 habe ich hier gar nicht drin. Doch, doch. Ich glaube, da musst du hochscrollen, nicht nach unten scrollen. Ach du. Hast du es? Okay, Langhaft. Einmal übernehmen. Jetzt geht's. Ne? Jawohl. Immer gerne. Dann, dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Haut rein und chillidü. Danke dir. Tschüss. Siehste, Leute. Klappt doch. Jetzt muss ich nur das Spiel wieder neu starten. Ja. Wie geht's euch allen? Geht's euch gut? Was habt ihr alles Schönes gemacht? Ich war heute beim Vorstellungsgespräch. Hab mich beim Zoll beworben. Keine Ahnung, ob da was wird. Die haben ganz viele Fragen gestellt, ich habe ganz viel beantwortet. Und ich habe immer eine ganz schlechte Bauchgegend. Ich kann nicht sagen, war das ein gutes Spiel, war das ein schlechtes Spiel. Ich weiß nicht.
Weiß ich nicht. Bin da echt extrem schlecht drin. Also. Wusste es. Was wusstest du? Was wusstest du? Erzähl mir das. So. Boot ist schon raus. Also. Erzählt mir was, Leute. Schreibt mir. Meldet euch. Sari, geht's dir besser? Ich hoffe. Bist du heute Abend auch etwas mehr dabei? Ist ja schön. Ja, ich glaube, ich muss mal im Game wechseln, ne? Da war doch was. Da war was. Guck mal. Besser, ne? Ist besser. Mein Bot. So. Ich muss näher ran. So. Ja. Ich habe ein Hobby. Hallo, Hobby. Schön, dass du da bist. Heute Mittag klappte das nicht. Da hat mein Internet gemacht und weg war ich. Habe ich gemerkt. Ja, wir hatten ein Handtuch gehabt am Schluss. Ja, ich habe gedacht, es wäre doch kein Uni. Ja, der Sven hat mir davon erzählt. Uni, Handtuch, Handtuch, Uni und dann war es doch ein Handtuch. Ja. Immer diese Handtücher. Immer diese Handtücher. Ja, furchtbar. Leute, meldet euch. Solange kein Waschlappen kommt, geht's ja, ne? Stimmt. ja, Sari, alles gut. Hauptsache, geh dich wieder. Bleibst, weiß ich, dass du da bist. Ja. Bist du heute nicht so viele Mitspieler? Hallo, willkommen. Das ist Svenny Boy. Guck mal, wer da ist. Mein Schnuckel. Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, da ist der Hotline-Techniker. Der Online-Techniker. Ja, wenn einmal mein nächster Kunde ist ein Knärzstuhl. Ja. Hallo? Da ist vorbeikommen in Ölen. Da musst du mir aber noch vorher einen besorgen, ja? Du hast meinen Nummer 2 gemacht, kann ich dir mal sagen. Ja, komm, bloß weil du so einen Hobby-Fanstuhl wolltest. Hallo? Ja, ich ändere das jetzt mal. In Fanshopping. Könnt ihr beiden mal was sagen, bitte? Ja, hallo. Wie geht's? Wie steht's? Sehr laut? Echt? Bin ich so laut? Ja, ich hab dich auf 5%. Ja, ich hab dich auf 44 und Hobby hab ich auf 45. Das ist auch 1%. Das ist auf 0%. Den brauche ich noch, sehen. Ja. Den brauche ich noch. Ja, hangt sein Problem nach oben und sie 0,800. Ja. 44, kommt sie bei Sven raus. Da kommen heute Abend noch ein paar Leute. Das wäre schön. Rochi, meld dich. Technikfragen. Kitty. Helden. Oh, Kitty, du gehst morgen zur Reha. Wo geht's denn hin? Geht das schon los? So, einer fällt noch. Oder hat keine Fängt Lust das schon wieder an hier? Ich musste testen. Ja, war mir klar. Ah, okay. Aber auch getestet. Aber auch schon. Da war ich plötzlich drin. Das ist auch richtig. War im September fahren wir eine Woche lang in Urlaub. Ich und mein Papa. Machen wir schon seit Jahren, wo meine Mama gestorben ist. Oh, oh. Der braucht so. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Und dann kann ich ja auch nicht streamen, kann ich auch nicht mitspielen. Das erste, was ich bei habe, das ist mein Tablet. Das ist jetzt wieder ein Handtuch, wer weiß. Damit ich wenigstens schreiben kann und gucken kann. Richtig. Jaha. Ja, Rochi, hau rein. Das fällt mir der Marco, da seid ihr zu dritt in eine Lobby. Hallo, hallo. Sari, hallo. Mein Sonnenschein. Mein Mondschein. Hallo, meine Sonne. Schön, oh. Schön, dass du da bist. Finde ich toll. Das finde ich gut. Ich dachte, ich weiß nicht, wie es den Rest des Abends aussieht bei mir. Wie es mir dann spontan geht, da
muss ich jetzt noch zuschauen, zuschlagen. Gar kein Problem, alles gut. Ich bin echt glücklich, dass du mal wieder dabei bist. Ich freue mich total. Ja. Ich hoffe, dass das hier alles hinhaut und ich nichts vergeige, weil wenn du weit weg ist. Ach, du schaffst das. Wir sind alle bei dir. Du schaffst das. Danke. Ja, die Sonne hat mich sehr nicht gut getan. Ja, die Sonne hat Sven ein wenig geärgert. Die Sonne hat Sven ein bisschen geärgert, ja. Er hat ein wenig Sonnenbrand gekriegt. Ein wenig. Autschi. Dein Quark aus dem Kühlschrank draufhauen. Ja, hätte ich gemacht. Habe ich gehört. Gemacht. Ja, das hilft wirklich. Quark und auch Joghurt hatte ich aber nicht da. Und ich glaube, da hätte Sven sich auch vehement gegen gewehrt. Die ganze Zeit wahrscheinlich rumgeschlabbert hättest. Hey, TMI! Quark! Lecker. TMI! Ja, genau. Alter, lecker. Ich werde sowas von sterben. Ich schließe mich an. Solange wir kein Full Vibe sind wir so zweit. Wollte gerade sagen. Also Leute, ne, durchhalten hier. Schützenkind, hallo! Verstrahlo, hallo! Schön, dass ihr da seid. Hallo! Da muss ich mich jetzt erstmal gewöhnen, dass ich hier auch noch aufgehakt werde. Ich muss dich mal leiser machen, Entschuldigung. Okay. Sonst. Entschuldigung, ich wollte nicht schreien. Nein, alles gut, Mäuschen. So. Ich gewöhne mir da schon an von Sven, das ständige Hin- und Herlaufen im Truck. Ja, frag mich mal. Wir haben heute Mittag haben wir eine Runde gespielt. Und ich war tatsächlich eher da als Sven. Das war dich total irritierend. Wir haben normal, oder? Keine Randomizer. Alles normal. Okay. Nur keine Randomizer. Ja, Leon, tut mir leid. Marco ist heute Abend leider nicht da, der kann nicht. Und ich bin Bianca. Hallo Marco. Hallo Leon. Schön, dass du da bist. Ich freue mich immer. Ich habe gefragt, wer ist Team zu dritt. Sven, Marco und ich. Dann habe ich jetzt richtig verstanden. So. Was nehme ich denn noch? Knochen. Was? Der ist schon drinne? Alter. Ich nehme mal Salz noch mit, wenn. Ja. Du weißt. Hervorragend. Das ist gut. Joseph Wilson heißt unser Geist. Adamanto. Ja. Ich hoffe, dass sich der Stream trotzdem unterhält und dass du dich freust und dass du ganz viel Spaß hast. Wenn du Lust hast, melden. Muss nur gucken, dass du die richtige Version hast. Wo bist du, bitte? Wo bist du? Hobby in seinem Element. Genau. Hobby und die Box. Ja, die goldene Box. Die goldene Box, genau. Goldene Box. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Also womit ich also gar nicht klar komme, dass es mit diesem hellen Licht hier, wo ich mich immer fühle, als wäre ich irgendwie in der Höhlensonne, ey. Wo bist du, bitte hier? Ist gerade in einem Badezimmer. Wahrscheinlich. Nee, Basement, Keller. Hä? Okay. Da war ich doch gerade, da war ich. Da will ich aber nicht runter. Bist du hier? In den Keller. Gib mir ein Zeichen. Da war ich doch gerade, da war aber kein Geister. Wo bist du, Bernd? Bist du hier? Kann auch sein. Wo bist du denn? Ich hier liegt noch eine Dose. Da liegt eine Dose. Dose sein. Wo bist du, Bernd? Bist du hier? Kein Geist. Hier liegt ein Fotoapparat. Ja, das war Sven. Wo bist du denn bis hier? Da nicht, ist der Geist. Sag Jo, Rainer. Dann bist du aber früh, du. Joseph, gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Tour. Gib uns ein Zeichen. Hobby, du hast die Box. Babbel mal mit der Box. Wo bist du, bist du hier? Da hat der Sven wieder mit dem Brett rumgealbert und wir haben gleich keine Sanity mehr. Wo bist du hier? Ja, schön. Ja. Sag mir das doch mal. Vielleicht ist auch im Badezimmer. Leon, du musst die Seite aufmachen. Siri, kannst du die einmal... Okay. Ist die Seite nicht angepinnt? Gib uns ein Zeichen, Joseph. Laufe durch das Salz. Ben, ist die Seite angepinnt? Ja, ne?
Keiner ist da. Ja, aber natürlich, alles schon erledigt. Okay, bitte einmal auf die Seite drücken und dann, wenn du nichts hörst. Das Summen habe ich übrigens gehört. Ja, ich auch. Ich auch, ganz leise, deswegen habe ich die Seite ein bisschen lauter gestellt bei mir, aber ja. Ja, dann denn. Ich habe mal ein Häufchen Salz gestreut erstmal. Ja, das ist schon mal viel wert. Ich bin sparsam heute. Na, bevor irgendwelche Commands kommen und wir dann das nicht... Ja. Wir können das gleich mitmachen. Stimmt, er schmeißt hier mit den Türen. Guten Tag, Herr Gieb und sein Zeichen. Ja. Na, der erste Mal. Wo bist du gerade? Bist du hier? Joseph. Was war das? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Er schmeißt im die Tür. Zimmer oder außen? Weiß ich nicht. Also hier oder da? Wir fragen nächste Frage. Hol mal noch ein bisschen. Ja, komm, machen wir hier auch mal ein Salzhäufchen. Ja, ich hole mal eine Kamera. Bist du hier? Wo bist du? Wer bist du? Bist du hier? Wer bist du? Wo bist du? Wo die Tür geht auf? Bom, bom. Eine ferngesteuerte Tür, ja? Oder? Mhm. Nur die Hose gehen. Ah, ist der draußen. Na, wo? Ja. Ja, Buch. Oh, wir haben Buch. Buch! Mein Buch. Wo bist du wieder? Bist du hier? Du wieder. Ich sehe im Salz tatsächlich keine Fußabdrücke aktuell. Kann es noch ein Gespenst sein? Negativ. Nee. Gut abgepasst. Nicht sterben da drinne. Brauche ich alle noch. Nicht sterben. Geisterhaus, finde ich gut. Immer schön auf Geisterjagd gehen hier. Das wollte ich. Achso, ich wollte gucken. Ob wir nur ab haben. Auch nichts. Aber das hat nicht viel zu sagen. Leere Ecken. Und? An die Wand. Rücken. Was sollten wir noch machen? Erreichen Sie einen Durchgang? Alle noch da? Alle noch da? Ja, ich glaube, alle noch da. Ja, ich bin in den Geist fast in die Arme reingelaufen. Da habe ich noch schön der Restkurve noch hingekriegt. Wie? Das ist gut. Da, 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 das. Next, genau. Hallo, Hallo. Ablöse. Ja, ich war gerade draußen, ich hab's gerade rausgeschafft. Ich auch, ne? Sag euch das. Sag euch das. Hier, ich sterb jetzt. Na toll. Ein Schade. Kommst du? Wie kommst du auf Schade? EMF, Buch und Ohr. Ah, siehst du, EMF habe ich nicht mitgekriegt, okay. Das habe ich nicht mitgekriegt. Wop. Wunderbar. Pust doch mal die Kerze aus, mein Kleiner. Ja, der kommt zu dir. Mich nicht! Hobby! Ah, Hobby. Und das Verkehr sie dabei haben. Ja, ich auch. Weil eigentlich sollte er ja auch nur die Kerze ausblasen. Hobby! Puste die Kerze aus. Genau. Puste die, nicht Hobby. Puste die Kerze aus. Das ist super Sunny. Hobby? Wo ist er gestorben? Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Hobby? Unser Zeichen. Hobby? Puste die Kerze aus. Hallo? Oh, meine Kerze ist aus. Ha. Das finde ich gut. Kann ich aber nicht hinstellen. Wo ist Hobby? Wo ist Hobby?
Hobby? Hobby! Ist der hinten? Ich will nicht sterben, ich gehe wieder raus. Ja, nichts mit Dürfen. Habt ihr mich vorhin gehört? Nein. Ich habe mit euch geredet vorhin nach dem ersten Hand, wo Hobby tot umgefallen ist. Und dachte, ihr hört mich. Nee. Wo ist der Hobby denn? Ich habe eine Fotografie. Mir ist gerade jetzt aufgefallen, dass mein Mikro noch gemutet war. Ja, kann schon mal vorkommen. Das kenne ich ja wohl, ja. Das kenn ich. Habt ihr die Motorpuppe fotografiert? Ich. Nee, aber ich habe auch keine Kamera. Was schmeißt ihr Hobby? Was schmeißt ihr Hobby hier wieder durch die Gegend? Sauerei. Lass. Habt ihr fotografiert die Puppe? Nein. Nope. Ich habe auch keine Kamera gehabt. Ich auch nicht. Du schaffst das! Wir stehen an der Tür und warten auf dich. Das ist gut, ne? Ich gehe sogar mitten im Türrahmen. Mitten im Türrahmen, also. Echt. Ich stehe auch in der Tür. Ja, das ist schon mal viel wert. Wenn die Tür jetzt zugeht, dann stehe ich sogar drinne. Ach, der Strahlung, das ist gar nicht wahr. Wenn ich das mache, ich gewinne auch mal und mal nicht. Siehst du, so, hast du es geschafft. Aber Angst. Mein Sohn ist auch mal am Quaken. Mama, ich gewinne ja nie. Angst. Nicht wahr. Das hast du vor 4000 Leveln höchstens gehabt. Ich habe immer noch große Angst. Wer, du? Ach Quatsch. Vor mir, mhm. Oder was? Oh. Was? Vor wem hat er Angst? Vor mir, oder was? Hat er Angst vor mir? Weiß ich nicht. Auch nicht. Gute Frage. Okay. Ja. Hobby? Also, von mir aus können wir. Ja, Hobby, wir haben eine Schade. Du musst Schade einlocken. Wir fahren jetzt. Was war das? Ja, das war, glaube ich, bei mir und ich weiß nicht, was das war. Ich muss mal gucken. Yeah, Cash in the Dash. Schade. Ja, schade, der hat mich gefressen. Juppie, hab ich gemerkt. Der kam Keller hochgeschossen und hat sich genau auf mich zugelaufen, der verdammt. Gibt da keine Schränke. Also ich sponsor mal mit, aber es muss bitte jemand auffüllen, ich habe nicht alles da. Ja, kein Problem, ich fang mal rechts an. Ich bin ein bisschen oft gestorben. Ja, Hobby, ist das bei dir, das Bing 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 Bung? Ich glaube, bei mir ist das nicht. Nein, Wenn? Bei mir auch nicht. Nope. Also ich habe kein Windows hier. Nee, ich auch nicht. Das klingt nach Discord-Beitritt oder sowas, oder? Ist jemand im Discord? Also ich habe Discord noch nicht mal offen am Laptop. Ich bin nicht Doch, drin. Ich habe Discord offen. Den habe ich eben erst hochgefahren, den Laptop. Und wenn den ich höre, mein Kopfhörer auch Ich guck mal eben, warte mal. Ficken! Ohne Creme! Was? Ohne Creme? Was? Wie bitte? Was? Ich hab so Honigcreme verstanden. Ben. Nur gut, dass du es erst nicht verstanden hast. Was? Ich war das nicht. Wo kam das her? Ich weiß es nicht. Was ich von mir. Ja, du ja auch nicht. Habt ihr das nicht gehört? Doch, ich hab's auch gehört. Sven. Ja, das ist dann wieder Scotchy, oder? Ja. Aha. Sven macht Werbung für Honigcreme. Sven macht Werbung für Honigcreme. So. Ist jemand im Discord-Voice? Also ich habe jetzt meinen Discord ausgemacht. Ich bin nicht...
Ich auch. Nein, ich auch nicht. Besser ist das. Nichts. Ich glaube, Sven albert hier gerade wieder rum. Und wir hören Sachen, die wir vielleicht nicht hören sollten, Rochi. Ich bin in keinem Voice. Sehr merkwürdig. Kein, wie die Männer so sind. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe, wie gesagt, Discord noch nicht mal geöffnet am Laptop. Ja, ich hatte Discord auf, weil ich ja mit Sven gerade gebabbelt habe. Aber ich war, nicht irgendwie online, also nicht angemeldet oder so, sondern war halt, hab das nur aufgehabt. Ja. Leon, ich verstehe Niederländisch ein bisschen, sehr aber merkwürdig. Sprechen tue ich leider nicht. Und so folgen die Geister. Ich hab's nicht in der Schule gehabt. Ich kann's aber verstehen auch. Aber nee, Scotchy ist noch kein Geist. Der war vorhin da, den habe ich real life gesehen. Jungs, ein bisschen spielen. Ein Geist, der sich Stimmen annimmt. Echt. Das ist sehr verdächtig, Leute. Also jetzt haben wir auch normal, oder? Ja. Ja. Ich hoffe, er ist da. So, okay. Unser Geist heißt Nancy Martinez. Entkommen Nancy Martinez. Teammitglied Zeugernis Events und Salz. Serie, sag ich dir. Komm, das schaffe ich doch nicht. Jetzt darfst du dir Salz. Ja, das Entkommen, das muss hier Sven machen. Wuppi, wuppi. Wuppi, wuppi, genau. Nancy Martinez. Ich glaube, du hast gerade gesagt, verstehst du mich, ne? Gib uns ein Zeichen, Nancy. Das wo bist du? Ist immer noch was anderes, Puh, als wenn du, Nancy wenn Martinez, hörst. Gib uns ein Zeichen. Aktiviere das EMF. Ja, ich glaube, also, dass ich glaube, du hast gerade, ob ich dich echt verstehe. Gib uns ein Zeichen, Nancy. Wo bist du? Ja, Nancy, wo bist Martinez? Du? Hallo, gib mir ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Honigcreme haben, Geist? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Ich komme hier vor wie auf dem Präsentierteller. Nancy. Halt das. Dass ich Haare vor sich klappe, ey. Weiß ich nicht, wo seid ihr? Wo bist du? Nancy, gib uns Licht ist so hell. Das Licht ist so hell. Im Essbereich ist hier das Klavier. Er ist im Wohnzimmer, aber das Klavier. Okay, dann komm ich mal runter. Na, also Esszimmer. Im Wohnzimmer, das Klavier ist im Fließte. Also. Was hab ich? Essbereich bist du. Wenn und Hobby gerade. Hier auch eingemeldet? Ja. Jo. Nancy! Bisschen fällt gar nicht auf. Was? Was? Wie? Das ist der Geist da hinten. Also. Gib uns ein Zeichen. Aktiviere das EMF. Schreib in das Buch. Und aktiviere das EMF. Wunderbar. Oh, ich komme schon mal. Hat man das schon mal gehört? Nicht ich, Rochi. Zweier EMF. Zwei. Rochi, da muss ich mal dazu. Ich hätte gerne Pizza Hawaii mit Ei. Drei. In groß und extra Käse. Also dann hätte ich lieber die du letztens gepostet hast. Die sah besser aus. Die war gut, ne? Ja. Lecker. Ah, sie ist auch schon durch Salz gelaufen. Das finde ich gut. Gib mir ein Zeichen. So. Ja, ein Zeichen. Wollen wir mal andere Sachen? Wir haben einen Geisterorb. Jee. Sehr schön. Heraus. Und eintragen. Genau, Box und Orb, ne? Poltergeist, Chin oder Mare. Oder Yokai. Oder Yokai. Orb. Yokai. Yokai, genau. Aber der wäre, glaube ich, schon aufgetaucht, ne? Wobei, weiß ich auch nicht. Weiß ich, wo ist unsere Sanity? Yo, Bibi. Yo, Bibi? Tja! Jens, ich weiß nicht, was du meinst. Tut mir leid. Siri, brauchen wir noch irgendwas, was ich holen muss? Nee, ne? Nö. Ich habe jetzt Räucherstäbchen dabei, aber wir müssen Zeuge vom Geist-Event werden und dem Geist während der Jagd entkommen. Hihi. Yes. Ich nehme mal noch Säpfchen mit. Ja, Svenja. Darf ich auch? Leider. Ja gut, er muss ja auch gib mal uns ein Zeichen. Hast du ein Fotoapparat zufällig dabei, Hobby? Ja. Ich nicht. Okay, falls es Finger, Dinger. Finger. Hä? Finger. Hab ich doch gerade gesagt.
Entschuldigung. Hört mir denn keiner zu? Nee. Entschuldigung, das habe ich auch nicht mitbekommen. Es tut mir leid, ich habe es nicht mitgekriegt. Nee. Ja, ich auch nicht. Oh Mann, tschüss. Wir wollten ein EMF 5 haben. Tschüss. Komm ja. mal rein. Schnell wieder raus. Ja, ich bin ja. Wie bitte was? Wer will ins Bett? Wer will ins Bett? Was? Hinten am Tisch auf die Stühle setzen. Hier vorne hat jemand die Stuhlbeine angesägt. Ey, das ist aber ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Das geht aber gar nicht. Ich mache nur für eure eigene Sicherheit die Tür zu, keine Sorge. Okay, pass auf, ich habe hier noch ein Räucherzäpfchen, ich habe aber kein Feuer da. Nee. Ich schmeiß Willst du meinen Zapf? Nein. Ich habe schon mal wieder weggepackt, nicht, dass ich aus Versehen dein Zäpfchen anzünde. Ja, das wäre nicht so toll. Zünde es auch gerne an. So, Polti. Nancy, gib uns ein Zeichen. Nancy macht dir das. Was? Wie bitte? Was? Du wieder, ey, Alter. Okay. Nancy, gib uns ein Zeichen. Dann liegt es aus. Dann liegt es aus. Es geht auch raus. Sie hat gehaucht. Das sollte ein Event gewesen sein. Das war Siri. Schatzi, das war Siri. Ah. Dein Männe. Ah. Und Siri. Genau. Seri, Sari, Siri. Seri, Sari, Siri. Rochi war auch gerade leicht verwirrt. Ich aber auch. Ah. Ey, stopp, wir haben Alarm. Tschüss. Wünsch Spaß. Ja, ich hoch. Was? Alarm? Ja. Alarm in Hütte? Alarmstufe rot. Alarm müssen wir gehen. Ja, ja. Hat jemand Akku? Ja, ich ein Glück, dass ich das Räucherstäbchen hatte, ey. Ja. Hinter diesem Paravent hier war ich. Oh. Ja, da hat er die auch so. Dankeschön. Der hat bei mir war doch plötzlich, ich hatte Herzen, da dachte ich, jetzt zündest du mal das Räucherzäpfchen. Genau, jetzt ist vorbei. Ja, da dachte ich, jetzt kann sie mal zünden, jo. Kann ich verstehen. Oha. Zünden! Das ist aber schlecht. Ich war überrascht, dass ich es überlebt habe. Aber es hat nicht gezählt. Kommen nicht gezählt. Ich habe auch noch mal Akku gehabt im Raum. Ja, ja gut, ich nicht. Noch mal rausgegangen. Stimmt. Ja, dann müssen wir nochmal rein. Wow. Ach Mensch. Ja, muss Bianca das mal helfen. Wie bitte? Geht's dir gut? Also es gibt keine Zäpfchen mehr, ne? Ich kann euch nur ein Feuerzeug geben. Hobby. Hobbys Zäpfchen. Ja. Die dürfen nicht sterben. Da ist ein Zäpfchen. Ja. So. Ich hab ein Zäpfchen, aber kein Feuer. Da hast du Feuer. Wo ist Feuer? Da. Das ergibt ein brennendes Zäpfchen. Ja. Ah, ja. Ach nee. Solange nichts anderes brennt. Doch. Nancy macht die Nest. Nancy? Ich mach schon mal die Tür zu. Nancy? Ich brauche mal nicht mehr. Nancy? Nancy. Dein Nancy macht die Nest. Gib uns ein Zeichen. Wie bitte? Muppi. Muppi, genau. Wenn ich jetzt. Nancy spielt mit dem Ball. Hab ich gerade gedacht. Hab ich auch gerade gedacht. Ey, du. Und mit dem Klavier. Genau. Nancy macht den Nest. Solange ich das Zäpfchen nicht gleich wieder wegschmeiße. Oh. Jetzt geht's los. Wie muss ich abfangen? Ja. Ich auch nicht. Ich auch. Okay. Ich ja, ich hatte Herz. Ja, hat er da schon sich bewegt? Ja, ist ja direkt auf mich zugekommen, die Alte. Ja. Mit
Welche alte? Bist du sicher? Bin ich. Wirklich? Madel! Seid ihr noch mit da drüben? Sind ihr hinten? Hallo? Was? Ich schreit jetzt so rum. Ich dreh dich da. Nancy! Ach so. Nancy ist nicht so raus. Ah, sie kommt. Die kommt. Nancy, komm. Die kommt. Easy game. Easy. Also jetzt müsste nee, ich wäre jetzt gestorben, Hobby, ey. Weißt du, die fängt an zu handeln und Hobby macht die Tür auf. Juhu. Ja, ich wollte auch mal reinkommen, wenn sie kommt. Ja, bis einer stirbt, genau. Also, Lady, ja, wir müssen aber auch mal da. Also, wenn wir das jetzt nicht geschafft haben, du. Auf ein Agro? Ach, Reichi, da heult doch keiner. Da stirbt doch keiner. Ja, ich brauch der Agro. Hallo? Ja, ja. Es ist erledigt. Ja, ich hatte auch. Ich hatte Wuppi, Wuppi. Relativ nah bei mir, genau. Wuppi, Wuppi. Und Geisterfotokratik dazu, aber mehr. Haben wir einen Knochen? Ich glaube, den hat Sven gerade gehabt. Oder? 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 Auch nicht. Oder auch nicht. Sven, also das ist echt ja schon mal. Na hopp. Ich hatte in der letzten Runde Knochen und Unterbrett. Hallo? Ja, da muss man diese Woche auch machen. So, dann mache ich mal Platz. Ja, wir haben bestimmt Meldungen, machen. Oder? Ich glaube, ja, da hat sich, glaube ich, jemand gemeldet. Aber ich weiß nicht genau, ja. Wer. Alles dann, klar. Danke, sag ich danke. Bis später. Ja, bis später. Tschüssi. 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 Ciao, ciao. Flur. Ich bin alleine. Auf weiter Flur. Ja, super. Drei Meldungen. Aber was kaufen, glaube ich. Ich habe ja hier Bock. Hinzufügen. Oh. Irgendwas übersehe ich immer beim Hinzufügen. Wenn es das heißt. Dann schlecht. Aber ich bin halt ein kleiner Dulli. Hier passiert sowas. Doch. Doch. Wo bleibt ihr, meine Lieben? Hallo. Hallo. Hallo, meine Lieben. Hm? Rocky, ich höre mich doppelt. Ja, ich muss den Stream noch ausmachen, so. Ah ja, okay. Geht's dir gut? Du warst gerade leicht verwirrt, ne? Etwas. Kann ich verstehen. Er schreibt dir beide über denselben Account. Ja, ist mir dann auch eingefallen, so, ups, dann sagte Sven so, jetzt haben wir beide geschrieben. Ich so, ja. Und dann das Siri, ich hab's auch irgendwo geahnt, aber eigentlich dachte ich mir, really, really? Ja, ich musste erst mal überlegen. Siri, wie, wer ist denn jetzt Siri? Da musste Sven lachen, ich so, oh Gott, nee. Sven. Ich bin laut, wird im Chat gesagt. Ja, ich hab dich aber leiser gemacht. Sag mal bitte was, Rochi. Hallo, hallo, hallo. Ist sie besser jetzt? Reiji, ist sie besser? Ja, ich hoffe mal. Ich habe jetzt gefragt, aber ich habe dich auf leiser gemacht. Ja, ich habe dich auch gerade runtergedreht. Ja, ich bin auch mal recht laut. Kein Problem. Na, ist ja nichts Neues. Ja. Kennt man ja. Oh Gott, sag. Ich muss mir irgendwann nochmal ein neues hat. Headset zulegen. Ratzi! Ratzi! Oh, oh. Hi! Hi! Du bist auch laut. Ich ja. hoffe, dass ich beide Runden mitmachen kann, weil mein Mann hat Essen mitgebracht, was noch gemacht werden muss. Jam, jam. Was soll's denn geben, Leckeres? Backstäbchen, also Fischstäbchen, aber als Backstäbchen, ne? Ja, im Backofen, ne? Mach ich auch mal gerne. Nee, Backofen nicht, weil unser Backofen ist scheiße. Okay. Wie macht ihr die dann? Ganz normal in der Pfanne, oder? Ja, ganz normal in der Pfanne. Das Problem ist nur, er ist gerade von der Arbeit gekommen.
Drück mir das Essen in die Hand. Hat Cooldown. Ich dachte, wir kriegen kurz nach Besuch. Scheiße. Ja. Ansonsten muss noch mal einer einspringen. Aber schön, dass du da bist. Aber ich wollte wenigstens, ich will wenigstens eine Runde machen. Bibi macht nur bis 21 Uhr. Ja, leider. Ich sag ja, sonst komme ich morgen früh einfach nicht hoch. Und wenn ich meinem Chef sage, so, kommt das schlecht. Ich habe morgen Besprechung. Ah. Ja, Viertel nach fünf ist die Nacht vorbei. Und dann, wenn ich dann zu lange mache, ey, dann bin ich morgens so platt und tot. Das krieg ich. Ach, Viertel nach fünf ist bei dir die Nacht vorbei. Ja. Okay, da klingelt, glaube ich, mein letzter Wecker. Ja, und ich stehe auch sofort auf, sonst komme ich nämlich nicht mehr hoch. Mhm. Ich fange um 6 an, hab aber auch allerdings um 10 schon wieder feiern. Nee, ich fange um, ich muss noch eine halbe Stunde fahren bis zur Arbeit. Bin ich um 6:30 auf Arbeit, ab 6:30 zählt das und ab 16 Uhr können wir gehen. Ist also ein sehr langer Tag. Das reicht mir dann auch. Ich bin dann so alle. Nee, das hab ich erst Freitag und Samstag. Da fange ich dann hallo, halb Jonathan. 12, je nachdem fange ich dann an. Melden. Und das geht dann so bis, je nachdem, wann die Gäste raus sind, ne? Ja, klar. Also wir haben bis 6:30 haben wir jetzt auf. Dagi und ich arbeiten hier in Esens bei Schlicki Bäcker. Ja. Ja klar, ich wollte gerade sagen, da habt ihr doch auch mal bis 19, 20 Uhr mindestens auf, ne? Ja, und da, also jetzt, ganze Weile hatten wir jetzt bis 18 Uhr auf, aber jetzt seit letzter oder vorletzter Woche haben wir bis 18:30 auf. Und dementsprechend sind wir dann halt eventuell vielleicht sogar eine halbe Stunde später draußen. Also wie gesagt, jetzt war Daki noch bei Netto. Also kann man ungefähr ausrechnen, wann er draußen war. Ja, klar. Heute ziemlich ja, zügig anscheinend. Ja, manchmal dauert es auch einfach länger. Mit Aufräumen. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, aufräumen, Kasse machen und. Das dauert halt nun mal. Wieder nicht von heute auf morgen. Ja, eben. Naja. Wo bleibt denn Nummer 4? Das kann sein, dass der PC einfach noch ein bisschen rattelt. Ich kenne das ja von meinem kleinen Mixer. Ja, wir halten Kaffeeklatsch hier. Genau, wir halten Kaffeeklatsch. Ich hab mir sogar einen Kaffee. Ich hätte ja gesagt, ich kann ja schon mal auf Bereit drücken und wenn er kommt, könnt ihr ja schon mal reingehen. Da kann ich schon mal die Backstäbchen anmachen. Aber wenn er reinkommt, dann muss ich ja auch noch mal auf Bereit machen. Oh, wir haben eine Randomizer-Challenge, meine Lieben. Really? Oh nein! Ja, really. Und ja, aber Lilly, ist doch hier da. Echt gemeines Viertel. Hallo, Lilly. Ich glaube, sie hat aber auch nicht mitgekriegt, dass Sven ja kaum Zeit hat. Ich glaube, Lilly ist das egal, ob das Sven ist oder ich. Ich meinte, Sven auch. Ja, kaum ach, Zeit Sven, hat. Ach, Sven ja, nee, das hat sie nicht mitgekriegt, nein. Glaub nicht. Nee, stimmt, Sven ja, beim letzten Mal hattest du auch Bereit gedrückt und dann kam noch jemand und dann musstest du nochmal Bereit drücken, ja. Ja. Dann musst du nämlich warten. Ja. Stimmt, da war was. Mhm. Ja, Lilly, ich hab dich auch lieb. Dann habe ich wenigstens gesagt, also wenigstens, wenn ich schaffe, eine Lobby, wenn aber wenigstens eine Runde will ich. Ja, das wäre schon schön, doch. Auf alle Fälle. Ab morgens Team Sven wieder. Heute mache ich ja, mal alleine. Ja, habe ich gesehen. Ja, genau. Ja, die ganze Woche tut Sven Stream. Ja. Da muss ich auch nachholen. Ich muss nachholen, genau. Und dann bin ich dann mal nur Beiläufer. Ist doch schon lange her, ey. Lange, lange ist her. Ja. Aber ich habe trotzdem, wenn er lieber mal neben mir sitzt, als wenn der so weit weg ist. Ja, ich weiß, wovon du redest. Ich habe natürlich das Glück, ne, dass ich halt mein Kerl bei mir habe. Ne? Aber wenn der mir dann so eine Challenge auch mal so reindollert, ist hallo, das Sunny. Auch doof. Ja, das ist du. Sunny, kannst du mich hören? Ich höre Sunny nicht. Sunny, wenn du mich hörst, dann beweg dich mal bitte. Oder die ist noch nicht ganz angekommen. Das kann auch sein. Ja. Wir warten mal. Irgendwas habe ich gehört. Dani, ich höre dich nicht. Weiß nicht, ob du mich hören kannst. Hä? Sunny. Ich höre Sunny nicht. Hallo, Marco! Oh, Marco. Wieder.
wurde schon gefragt nach dir. Von, Sven. Sven, nein, wie heißt du? Bibi, du kannst dann auf jeden Fall gleich schon mal reinmachen. Ich kläre das eben gerade mit Darky ab. Ja. Dass ich wenigstens eine Runde mitlaufen kann. Das ist noch. Ja. Dani, wie machen wir das denn jetzt? Ich weiß ja nicht, ob du mich hörst. Nick doch mal bitte, wenn du mich hörst. Bewegst du dich mal, wenn du mich hörst? Ich höre Sunny nicht. Schwierig. Ja. Bereit hat sie geklickt. Also auch bereit geklickt hat sie. Ja. Also, ja. Sunny, es wäre toll, wenn du beim nächsten Mal guckst, dass alles funktioniert, weil ist immer ein bisschen blöde mit der Kommunikation. Weil du jetzt dich so gar nicht bewegst. Sonst hätte man ja sagen können, so ja, nein. Weißt du? Wir versuchen das einfach mal. Und los. Daran kann es liegen. Ich frage sie gleich mal. Aber sie hat sich auch nicht bewegt. Sonny, sie hat sich auch nicht bewegt. Er ist in der Piratengeist. Siri, du hast immer Namen, du. Meine, mit Hosenschlüpper Bibi kann ich aber dann fahren. Wer ist denn der Pirat? Sunny, drück doch mal bitte V. Vielleicht liegt es daran, wenn du redest. Hallo? Ja! Oh Gott, ich höre dich. Das ist schön. Ich hab dich gehört, Sunny. Du musst also V drücken. Gedrückt halten, wenn du redest. Oh je. Sämtliche Tasten hier gedrückt halten. V-Taste drücken, wenn wir nebeneinander stehen, und die D-Taste gedrückt halten, wenn wir weit weg sind und miteinander reden wollen. Und den Stream vielleicht im Hintergrund ausmachen. Oder stumm. Ja, das wäre toll. Und hören wir uns doppelt. So. Okay, was hatte ich jetzt? Also. Oh Gott, na toll. Jetzt muss ich mal gucken, was ich überhaupt hab. Warte mal. Also, Sunny, hast du den Stream an? Wir haben eine Randomizer, du kannst irgendwas nehmen. Sunny, du kriegst Kerze, Feuerzeug und Videokamera. Also, Bibi. Okay. Okay, ja, bitte. Ein Knicklicht, ein Räucherstäbchen. Der Bot, ne? Ich brauche immer noch einen Spitznamen für Svenja. Ja, ich muss jetzt mal gucken, wer hier wo ist. Ach ja, der Spitzname für Svenja. Franzi? Genau. Das ist mein Spitzname, Franzi. Franzi. Unser Pirat, wer ist denn unser Pirat? Bist du das, Rochi? Ich sammle schon ein. Finde ich gut. Wo bin ich denn? Ah, Bibi, Darky beschwert sich gerade, dass ich ihn ja angeblich verhungern lasse. Das stimmt gar nicht. Sag Darky mal, er fällt schon nicht vom Fleisch. Ach, da bin ich, die Bibi. Oh Gott, Paulich, Geisterbox und Stativ. Was hab ich denn für tolle... Also ich habe zumindest eine Kopfkamera und ein Knicklicht. Geisterbox. Ich habe eine Geisterbox sagenhaft. Und ich habe ein Stativ mit Video. Ich habe ein Räucherstäbchen und ein Feuerzeug. Dafür habe ich kein vernünftiges Licht. Kerze, ich auch nicht. Videokamera, was war das dritte? UV, warte mal, du bist, Moment, ich muss die nochmal suchen. Unser Besuch kommt heute doch noch nicht. Yay. Ja, warte, Daniel hat gerade abgesagt, Leon, weil Moment. Der kam gerade von der Arbeit, der möchte jetzt ich such dich gerade, warte mal. Ich hab schon. Nee, ich such hier. Nee, du nicht. Sunny. Hier, Sunny. Warte, ich hab sie gerade gesehen gehabt da oben. Sunny erhält Kerze, Feuerzeug, Videokamera. Okay. Dankeschön. Bitteschön. Ich hab nämlich den Stream nämlich über Handy laufen. Deswegen. Ah. Also, der Geist heißt Robert Thompson. Leon, Niedersachsen. Wie ist das mit der Tempel, die ich aufgestattet bin, und Fotokamera? Fotokamera, das ist das sagst. Niedersachsen oder eventuell Nordrhein-Westfalen? Wenn du Holländisch sprichst? Ey, ich sehe nichts, ne? Hallo? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Er ist im Keller. Ach, leck mich doch an den Füßen. Nein, der Stromkasten.
Was denn nu? Ich hab Strom angemacht, ich könnte Licht anmachen. Ja, mach mich fertig hier. Ja. Oh, Licht. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Bitte. Nee, da sag ich gerade von wegen Essen machen. Ich dachte, nee, ich will jetzt meine Lobby machen. Du musst der Darky die Dinger selber in die Pfanne poken. Dann sagt er, ich hab irgendwas gehört. Irgendwo. Dann werde ich mich beschweren, dass ich hier vom Klima fall. Gib mir ein Zeichen. Ich glaube, ich habe irgendwo was fliegen gehört. Ja, ich, hier nicht. Aber ich habe auch irgendwas gehört. Irgendwo habe ich was gehört. Der Schuh liegt irgendwie schief. Kann das sein? Warte, ich gucke. Ich glaube, der Schuh? Ja, ich glaube, der liegt immer so, oder? Sicher? Nee. Wo bist du? Kann der denn eigentlich nur oben sein? Da war eine Tür. Hier ging eine Tür. Ja. Hier war eine Tür. Die Wanne ist voll. War das die Tür nicht? Ja, ja. Leon, habe ich recht? Irgendwo ging eine Tür. Ja, hier ging eine Tür. Wo ist, ja, Tür? Wo ist denn jetzt schon wieder aber der Lichtschalter? Ich jetzt keine. Wo ist der Lichtschalter? Ja. Da. Gib uns ein Zeichen. Ey! Das war zu viel Licht. Jetzt. Das war zu viel Licht. Ich gehe wieder runter. Rocky, okay. Bleib oben. Ich gehe runter. Genau, Rocky, bleib oben. Lass uns mal eine Runde sterben hier. So. Ich hab Licht. Ich fang schon mal mit der Geisterbox an. Ja. Wo bist du? Ist hier gerade was gefallen? Ist wieder an. Oh, weiß ich nicht. Wo bist du? Der Los Vici-Board. Nicht jetzt, bitte. Gleich erst. Nein. Ich wollte nach oben bringen. Nee, zur Haustür. Ja, bring's an die Tür, an die Haustür. Ich hab was gehört hier. Vor. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Hier war die Badezimmertür angelehnt. Ja, okay. Gib mir ein Zeichen. Ich sehe nichts. Hilfe. Strom ist aber an. Ja. Wo bist du? Also hier war die Badezimmertür angelegt. Im grünen Zimmer. Im grünen Zimmer, okay. Wo bist du? War angelehnt. Touches haben wir bekommen. Wo bist du? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Der macht mich wahnsinnig mit seinem Türen an Touch. Ja. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Hallo, wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich will nicht mehr. Ich bin mir relativ sicher, wir haben keine Fingerabdrücke. Da ist er, da ist er, okay. Da ist er, da ist er, ja, da ist er. Wo ist er? Da! Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Oben im grünen Zimmer. Ja. Ah, okay. Ich habe eine Kopfkamera auf. Geht mal eine raus und guckt. Ich habe eine Kamera hier stehen. Warte mal. Yep. Moment, ich habe eine Kamera hier. So geht's natürlich auch. Ja. Ich war's nicht. Ah! Gott, da kommt ja da um die Ecke geschissen, ey. Alter, machen wir nicht fertig hier. Wo bist du? Licht aus, so. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Wir haben Ort! Juhu! Zumindest etwas. Ja, ich gehe schon mal wieder raus. Das ist mehr hier. Und reden will auch nicht mit mir. Nee. Sauerei. Wir haben ein Ohr. Hast du das mitgekriegt? Ja, Orb habe ich mitgekriegt. Nee, mein Zahn. Ja, mein Orb, der ist anscheinend ein Tampon GTI. Wird? Was ist das denn? Er hat Speed. Ah, okay. Dann hat er heute Abend schon ordentlich Energy getrunken. Anscheinend. Wir haben auch kein Gefrier, ne? Nee. Wir haben auch keine Box, aber. Gehst du nochmal raus? Ja. Wo bist du? Wo bist du? Wie alt 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 bist du?
Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Aha. Ja, meine Box. Nein, nein, haben wir nicht. Hast recht, ich hab's gesehen. Danke. Ups. Gerne, gerne. Oh, der schmeißt hier mit Sachen rum. Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wie alt 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 bist du? Wo bist du? Ach nee, von den Füßen. Er will nicht mit mir reden. Ich darf's leider nicht versuchen. Nee, ich weiß. Wer ist tot? Ich bin der Türsteher. Ich stehe in der Tür. Wer ist tot? Wer war das? Ich mag Türen. Okay, Sunny. Mag Türen. Kann nur Sunny sein. Ich bin der Türsteher. Ich stehe in der Tür. Ich mag Türen. Mag Türen. Mag Türen. Ja, ich nicht. Doch, ich auch. Dann wär's jetzt tot. Das war zu spät, Lilly. Ja. Lilly, du alte Socke. Sunny ist vor Sunny ist der tot. Challenge gestorben. Och Mann, ey, Sunny. Sunny, das tut mir echt leid. Okay, von der Sanity kann man eigentlich nichts ableiten. Mist. Das ist doof. Bibi, ja, bitte? Die Box. Hast du die Box angelassen? Nein. Wo bist du? Wie alt bist du? 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 Wo bist du? Ah! Ja, ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Warum fängt ihr auch an zu handeln, wenn ich im Raum bin? Sorry! Alter! Jetzt ist Bianca tot! Ja! Ja! Oh Gott, ey! Wie das? Ja, ich bin in den Raum rein und dann fing der an zu handeln. Und ich hatte kein Licht an. Weil ich habe ja kein Licht, ne? Nein, ich will nicht so schon mal eintragen. Januar. Ja, da die ist so schön. Meine Lieben. Genau, bitte eine Kerze für mich. Bitte nicht vergessen. Das Karma. Lilly. Du wolltest dich doch melden, ne? Melden. E-Mail. Lilly, meld dich mal bitte. Obi, du musst dich auch wieder melden. Reichi, du kannst dich auch melden. Alle müssen sich melden. Mirabel. Hi. Warum kommt keine Party? Entweder hast du nicht genug Punkte oder die Challenge haben sich überschnitten. Hast du Cooldown? Wenn das zu früh nacheinander war? Nein. Okay. Hallo, ich bin schon tot! Muss ich mich nochmal erschrecken? Nicht witzig. Suchen wir mal bitte den. Doch. Doch, rein. Anders kann ich ja nicht machen hier. Doch, und wo bist du? Doch, und ich will immer hüpfen, ey. Noch ein. Ja, schwer beschäftigt, hier nicht zu sterben. Und was mache ich jetzt? Sitze ich im Geisterreich fest. Belastend. Bitte wie? Luni! Melden!
Helden, Helden. Ihr müsst euch an. Aber denkt dran, ich bin nur bis 21. Hoffen wir jetzt mal besser. Wo bin ich denn hier? Wieso liege ich hier? Ja. Hä? Wer transformiert? Oh ne, das ist Luni. Luni? Ich meine, das ist hier Sunny. Sunny, wo bist denn du? Sunny? Wie liegt da? Ah, okay. Ja gut, das ist auch wichtig. Ich gebe dir recht. Aber wisst ihr was? Kann ich wenigstens mal was essen. Ach Mensch, Sonny. Ja, das ist immer blöd, wenn man krank. Ab ins Bett. Dann musst du vom Bettchen aus zu. Dann mache ich das mal. Wenn ich nicht zu viel Kopfschmerzen habe. Dann habe ich die recht häufig. Kommt aber vom Wetter, glaube ich. Ich esse Peitschen, heißen die bei uns. Salami. Allerdings habe ich die ein wenig gekürzt, damit die in meine Box passen. Geräucherte Salamis. Weil wenn die ein bisschen kleiner sind, die sind normalerweise so lang. Und wenn ich so ein langes Ding hier vorher esse, sieht das doof aus. Aber so schnell hab's. Zack, ab in den Mund. Na, Bifi ist es nicht. Aber so ähnlich. Wobei, die sind härter. Bibi, ja. Trocknete Wurst aus Holland. Oh, der. Trockene Wurst. Das müsste eigentlich hier unser holländischer Freund wissen. Ich liebe diese Dinger. Die sind richtig knüppelhart. Aber lecker. Oh. Aber zurzeit darf ich nicht nach Holland, weil Holland unter Quarantäne steht. Wegen Corona. Ich. Corona habe ich. Möchte ich gerne irgendwann alle mit euch mal irgendwie. Naja, feiern tue ich auch nicht wirklich, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, euch sehen, dass man sich mal Hallo sagen kann. Treffen halt. Das wäre echt toll. Wäre schön. Aber dazu muss ich unterwegs sein. Ja, Kaufpeitsche. Was ähnliches kommt schon gut. Peitschen heißen. Also bei uns auf jeden Fall. Die gibt es mit Knoblauch und die sind normal gewürzt. Und mit Chili. Mein Sohn Lukas, der mag die gerne mit Chili. Wohl auch. Mag ich nicht ganz so gerne. Obwohl ich das schon ganz gerne esse. Mhm. Holland. Holland. Holländer. Hobby. Da kriegt man auch ganz leckere Sachen. Ich weiß zwar, leider noch nicht. Ja, dann nehmen wir jetzt. Aber da gibt es leckere Schocki. Mag Marco. Ich darf nur bestätigen. Frankreich. Frische Croissants. Göttlich. Obwohl ich kein Französisch. Hallo? Oh ja, neben mir. Aber die muss auf Toilette. Die machen wir. Ich glaube, der Strom ist schon wieder aus. Sunny? Ich glaube, der Strom ist schon wieder Sunny? Aus. Sunny? Gibst du mal V? Sunny? Nee, der Strom ist an. Ja. Ich muss mal ganz schnell auf Toilette. Kannst du den anderen beiden gleich Bescheid sagen? Jo. Super. Bin gleich wieder da. Komm gleich wieder.
Gefühl, was der Geist sein könnte. Nervig, weil ein Radio läuft. In der Küche läuft Radio. Wo ist das Radio? Ja, Wasser. Wo ist denn das Radio? Ist das oben? Oben. Oben, glaube ich. Ich hoffe, dass es das Foto jetzt nicht von unseren Leuten war. Keine Touches bisher. Vergiss es, wir kriegen hier auch keine. Lauf! Da. Der läuft hier die ganze Zeit rum. Ich sehe den die ganze Zeit. Ja, das glaube ich. Also, hatten wir eigentlich noch Beweise? Gerade echt extrem Richtung Mara. Außer Geisterorb? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Die aber Stunde, aber Lichter waren an. Die hätte eigentlich waren nicht so schnell jetzt weg. Was? Wo bist du an? Na gut, wow. Warten wir mal ab. Ja, ist an. Aber warte mal. England, ach. Ja doch, in England war ich auch schon. Das war eigentlich sehr schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. 10 Tage. Oh, mir geht die Düse. Guck mal, das Gute daran ist, wir sind ja schon tot. Ach ja, du auch. Ja, ich auch. Ah, oh, scheiße, stimmt ja. Ich bin in den Geisterraum rein und ja. Da ich kein Licht hatte und dann mit der Box und dann war ich weg. Jetzt wundert mich auch gar nicht mehr, dass er dich gar nicht killt. Nee, genau. Der rennt die ganze Zeit an uns vorbei. Ja, und wenn du tot bist, kann ich dich ja normalerweise auch nicht sehen, wenn ich lebe. Ja, ja. Mhm. Der alte Stinker, der, ey. Boah, der sieht aus. Ich sag's euch doch. Mit so einem Hackebeil. Ja, der ist fies, ne? Es könnte aber auch ein Jurai sein, ne? Weil, Hallo Sandra! Es könnte eine verbackte Gefrier auch sein. Ich hoffe, sein, dir geht's bald besser. Tut mir leid. Ohr, Gefrier, hast du reingeguckt und ich war nicht da. Tut mir leid. Gute Besserung. Bis morgen. Ich wünsche dir alles Gute. Kinder, sag mir mal, hatten wir noch irgendwelche Beweise? Außer. Boah. Noch nicht. Ja, denn ist das ja schon mal schlecht hier. Haben sie gerade gesagt, Jurai. Ein D. Will wieder gesund werden. Also wir locken jetzt Jurai ein. Wenn ihr anderer Meinung seid, macht was anderes. Wir machen jetzt noch schnell die Aufgaben und dann, jo. Also, während einer Ja, haben wir Gefrier gehabt? Ich habe nichts gesehen. Ich auch nicht. Aber das kommt ja manchmal auch ein bisschen später. Aber hatten sie denn ein Buch? Wo soll denn dieses olle Buch hin? Weiter hin. Ja, haben sie gefriert? Das weiß ich nicht.
Ich habe ja Kerzen. Ich habe die machen vielleicht, keine Ahnung. Ich habe auch kein Buch gesehen. Aber der könnte, das war zwei Kruzis. Wo ist denn das Buch? Inas, wo ist das Buch? Ach ja, hat ja keiner Buch, wa? Ja, das ist das, was wir halt nicht testen können. Genau. Hm. So. Aber was das Brett angeht, zum Beispiel, ich benutze das immer an Ort und Stelle, wo ich es finde. Kruzi hat er schon das Ja, kannst du machen. Wir machen das meistens immer an der Tür. Ja, dann versteck dich mal irgendwo, dass wir das zur Tür bringen. Wirkt das dann besser oder was? Nee, das nicht, aber wenn du dann handelt, kannst du schnell raus. Ah ja. Verlass. Die Sanity frisst. Aber das ja, kannst du natürlich da machen, klar, wo du es findest, ne? Logisch. Mhm. Und dann kannst du ja auch gleich. Mich hat der Geist mal richtig verarscht. Wieso? Also mach ich. Ja, ich hab gefragt, wo der ist, keine Ahnung. Ich war irgendwie in der Garage oder was. Der sagt, ja, also keine Ahnung, sonst wo und stand auf einmal hinter mir, die Sau. Ja, danke schön. Sowas brauchen wir. Kenn ich. Ja. So eine dumme Sau, ey. Ja, das verarscht er mich. Kenn ich auch. Kenn ich auch. Ich hoffe nur, er kommt doch aus einem Raum und nicht von irgendwo anders. Eine Sekunde später war ich tot, ey. Ja, das haben sie öfter mal, dass sie sagen, sie sind da und da und dann sind sie da aber gar nicht. Das eine war zum Beispiel in dem Farmhaus, da ist der Geist auf mich zugekommen, hat ja auch kurzzeitig Herz, macht das Räucherzäpfchen an und er dreht ab. Jiri, was ist das denn für eine Feststellung? Und hat mich getötet. Niederlande, genau. Hm. Holland ist ja eigentlich nur eine Provinz. So wie Niedersachsen von Deutschland. Oh Mann. Oder Nordrhein-Westfalen. Holland ist nur so ein kleiner Teil, das Ganze eigentlich ist das Niederlande. Aber die Geräusche sind jetzt irgendwie besser geworden hier. Ja, die haben ja ein gutes Update gemacht, ne, mit allem drum und dran. Und auch cool. Die Geister sind auch richtig aggressiv, leider. Ja. Ich drehe mich rum, auf einmal ist er hier, ey. Ja, das können die Dinger gut. Genau, wo er aktuell. Ah! Ja, man erschreckt sich immer noch, ne? Ja. Gemein. Fragestellung, was genau, wo er. Aber zum Glück bin ich jetzt nicht mehr so abgehakt, ey. Nee, woran lag's denn gerade? Ich krieg das irgendwie noch nicht gebacken, so gleichzeitig im Spiel und in Discord. So, ja, okay. Ja, Discord musst du dich muten dann. Mhm. Ja, cool. Aber das kann vorkommen. Das ist mir auch schon des Öfteren vorpassiert. Am Anfang. Dass ich das vergessen habe und dann so, warte mal, da war noch was. Der war auf jeden Fall beim Keller. Ja, irgendwie, immer wenn ich in den Discord reingehe, gehe ich aus dem Spiel raus. Okay. Ach so, ja, weil du hin und her switcht mit dem, Ja. Ja, da musst du unten wieder die Leiste reindrücken. Und dann einmal auf das Icon von Phasmo und dann bist du wieder drinnen. Aber ich weiß, was du meinst. Bei mir wird die gar nicht eingeblendet, ey. Irgendwie, also wenn ich im Spiel bin. Dann musst du einmal auf deine Windows-Taste drücken. Das ist dieses Symbolzeichen, dann zeigt er dir unten an. Lass gleich scannen, weißt du? Lass mich mal vorgehen, ich freue hier nochmal schnell den Raum. Wenn wir dazu kommen. Musst du mal ausprobieren. Muss ich mir merken. Jo. Ja. Er hat schon beide Kruzis weggefressen. Das ist immer. Die rennen hier rum. Robert, ja. Der hat gerade von woanders ans Fenster geklopft. Kommst du? So. Ich weiß gar nicht, haben sie die Beweise alle fertig? Ich geh mal gucken. Keine Ahnung. So nicht. Siri, genau. Er sagt einem immer die Position des aktuellen Raums, du hast recht. Oh. Sender hat das jetzt auch gewusst. Jo, die sind fertig. Können wir stehen bleiben. Finde ich gut. Gut. Ja. Das mit dem Knochen, ärgert mich. Ja, ich habe ihn auch nicht gefunden. Ich habe auch gefunden. Leon. Ja, aber ich habe ihn auch nirgendwo gesehen. Ihn einmal durch alle Räume durchgegangen. Also. Ich auch. So.
Ja, Hotkeys kann man auch machen. Geht. Wir hätten noch Fotos vom Vici machen. Ja, egal, los weg. Ich habe den Knochen auch nicht gefunden und es war eine Shade. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wir waren immerhin zu zweit im Raum. Ich auch. Alles gut. Leute, es ist ja nur ein Spiel. Es war jetzt trotzdem ärgerlich. Ich sagte auch noch, ey, ich glaube nicht, dass es eine Shade sein kann. Ich war zwischendurch auf Toilette, deswegen habe ich das nicht mehr gekriegt. Ich glaube, ich muss gleich nochmal. Ja. Mach mal fertig und dann bin ich gleich nochmal ganz kurz weg. Ich kann da leider gar nicht führen. Okay. Wir machen mal hier. Dann machen wir mal Pro. Weit. Gut. Schnappt euch was, ich bin gleich wieder da. Sunny, bist du bereit? Ja. Bis gleich. Tut mir leid. Meine Lieblingsbude. Lisa Clark. Meine Pizza ist kalt. Ich hab alles von allen. Ich auch. Was. Ich nehme mal eine Taschenlampe. Ja, Taschenlampe ist keine schlechte Idee. Ich würde die von unten links nehmen. Ja, genau. Die starken. Unten links sind ja auch noch so welche. Genau. So, ich habe Videokamera. Ja. Und Box. Ja. Ich hab UV. EMF und. Ich nehme mal die Sprachbox mit. Die Babyblase hier, ey. Sagenhaft. Alter Schwede. Sind sie getrunken heute? Ah. Huldiguck. So, bin wieder da. So. Also. Lisa Clark heißt der Geist. Ja, Clark. 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 Geist ist in der Garage. Ja. Okay. Ach, Flo. Wir haben doch nur darauf gewartet, dass ich hier meine Sachen nehme. Dani, wir haben Flucht, kennst du, ne? Ja. Hat jemand gerade die Box genommen? Nein. Ja, ich. Oh, dann sind beide Boxen weg. Oder hast du die Box jetzt genommen? Soll ich die fallen lassen, oder? Nein, um Gottes Willen, darum geht's nicht. Okay. Nein, wenn du jetzt gerade aufgenommen hast, ist das sehr gut. Genau. Okay, dafür können wir jetzt wenigstens keine Quarantäne mehr haben.
So, Geisteli, wo bist du? Uns ein Zeichen. Der ist in der Garage oder in dem Vorraum. Und okay. Ich höre das Video und das nervt, weil es steckt in der Wand. In der Wand? Ja, ich höre es hier in dieser Wand. Sehen? Da ist es. Ich hab's. Warte mal. Hast du's? Da liegt es. Ja. Schmeiß mal die Kamera weg und dann kannst du das aufnehmen. Und wenn du dann wieder hinschmeißt, dann kann sie es nehmen. Wo bist du? Gib uns dein Zeichen. Ach, danke schön. Ich hab's nur nicht gesehen, oder? Ja, fies, ne? Gut, alles gut. Also hier habe ich gerade EMF gehabt. Wir sind im Eingangsbereich jetzt. Wir hatten Box. Oh ja, okay, danke. Wo bist du? Habe ich gerade gehört. Und hier hat gerade die Tür rumgespielt. Okay. Gucken wir mal. Wo bist du? Hier in der Tür. Ich geh mal nach oben gucken. Mach mal. Ja, warte mal, wir haben Gefrier, oder? Das weiß ich nicht. Aber wo? In der Küche? Wo war das denn eben? Ja, ich sehe es auch. Pass auf. Ist das hier oder in der Küche? Nee, das ist hier im Vorraum. Wenn ich jetzt hier reingehe und rückwärts rausgehe... Gefriertemperaturen. Ja. Ja, irgendwo hier so, keine Ahnung. Ja, in diesem Bereich. Hier, nee, hier in der Küche haben wir jetzt ganz stark, das sehe ich. Ja. Könnte jemand die Kamera umstellen? Jawohl. Er redet. Ja. Dann machen wir die Box aus. Wir wissen, wir haben Box. Ja, ich habe gerade Flutschefinger. Lilly ist heute wieder auf Clown lustig. Ich bin hier in der Küche. Ich bin doch hier. Kann sich nur um Stunden handeln. Ich hab Flutschefinger. Ja. Was haben wir? Ich hätte Flutsch. Gefrierbox. Guckst du noch mal? Ja. Buch. Okay. So, ein Dämon. Können wir noch mal raus. Juhu. Okay, und wir sind bei 60%. Ja, gut, dass wir alle draußen sind. So, Box. Wo war der Geist jetzt noch mal? Küche, irgendwie so. Im Bereich, ja. Dann wird nochmal danach neue Zeit. Genau. Und die noch müssen wir Fotos auch vom Vici machen. Und ja. Unter 25% kommen. Und den Knochen, Leute. Vergesst den Knochen. Naja, aber unter 25% kriegen wir auch so hin, wenn wir das Vici quatschen. Ja, klar. Und Salz? Salz? Macht sie jetzt nochmal in der Küche. Okay. So, ich pack mal ein paar Kruzis rein. Oh. 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 Svenja, nicht sterben! Denk dran, versteck dich! Hörst du uns? Svenja! Wir brauchen eine Kerze! Ich hab rote, keine Kerzen. Ach, so ein Scheiß. Svenja, wo bist du jetzt schon wieder? Nein! Ich hasse es! Ich kann leider gerade nichts machen, ich habe Kontroll. Ach, Jemine. Ja. Die hauen die wieder ein, kacken nach dem anderen raus, ey.
alle liegen. Dann leg ich mir nochmal. Kannst morgen den Sven-Mob fallen. Nehmen noch alle. Ja. Außerdem hab ich. Wie kriegt man eigentlich die Kerze? Mit dem Feuerzeug. Feuerzeug in die eine Hand, also und dann die Kerze, dass du sie siehst und dann auf F drücken. So, Svenja. Ich hab Svenja nicht gemobbert. Was ist denn? Alter! So, ich freue den Hase. Wo ist Svenja? Tot! Ja, wo liegt sie? Keine Ahnung. Haben wir das Buch nicht fotografiert? Hier! Ach, jetzt sehe ich sie ja. Kerze ist aus. Wir haben ein Swap, meine Lieben. Wo hast du deine Sachen denn getan? Meine liegen im Vorraum. Ja, nett. Ja, Entschuldigung. Ja, nett, dunkel dahin. Ich helf dir. Okay. Und raus. Hat sie schon eine Kerze bekommen? Ja, ne, hat sie gerade gestellt, ne? Keine Ahnung. Achso, wer hat denn jetzt eigentlich mit ihr getauscht? Ja, kann sie ja nicht. Egal. Dann hätten wir untereinander tauschen müssen. Naja. Svenja hat noch keine Kerze, also, ne? Oder? Nö. Doch. Gut. Ja? Doch, hat sie. Gut. Ja, dann haben wir ja alles, oder? Nee, hat sie nicht. Du hast die Kerze ja in der Hand. Ich? Nee, ja. Hä? Wieso steht da noch? Ja, doch, okay. Bringst du ihr die Kerze noch hin, oder soll ich das machen? Ich geh mit. Ich räuche. Okay. Dann gehen wir alle. Warte, Ich hab aus Versehen das Räucherstäbchen angezündet. Ja, pack das Räucherstäbchen lieber weg. Man weiß ja nie. Dieses Foto wollte ich auch noch machen, ey. Genau, Siri, die haben den Van geräuchert. Nee! Will den aber nicht, den Dämon. Das ist Sven seine Riegel. Ich habe ja gar kein Feuerzeug mehr. Stimmt. Hier, guck mal. Guck mal her. Sind wir an? Hier liegt der Knochen, ne? Hab ich? Ich seh dich nicht. Oh. Wow.
Du hättest auch reinkommen können, Sunny. Ich wollte das nur so sagen. So, warte mal. Hier, so, jetzt aber. Ich habe mich gar nicht getraut, mich zu bewegen, ey. Habe ich gemerkt. Warte mal, bleib mal stehen, Rochi. Bleib mal stehen, Rochi. Das hält doch nicht bis da hinten. Achso, dann lass uns da hinten hingehen. Hä? Hast recht. Die halten ja nicht mehr so lange wie die. So. Jetzt. Komm her. Kann das nicht. Warte mal. Heiße. Puh. Ah, jetzt. So. Ja, jetzt. Boah, Alter. Hier wird gerade geknickt. Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt habe. So, mach dir nicht. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Der Knochen liegt auf dem Tisch. Oh, halt. Den brauchen wir. Du hast, Rochi. Nein, stopp, halt. Ich hab Kamera. Sunny, warte. Oh. Ja, hinter, auf dem Tisch, sagt Sunny. Ja. Cash in the Tash. So, jetzt. Und jetzt dann noch mal raus. Zack, zack. Svenja hat noch keine Kerze. Nee. Ja, und Svenja hat, glaube ich, immer noch keine Kerze, oder? Doch, die hat sie ihr hingepackt. Okay. Perfekt. Gut. Na denn. Wir haben einen Dämon, Svenja. Aber ich glaube, das hast du mittlerweile mitgekriegt. Gut. Alle eingeloggt? Ja. Na denn. Ich? Fürstenkind und Lilly. Juppie, ihr habt gewonnen. Ah ja, und Lilly, gute Besserung. Gute Besserung. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Juhu. Alter, ich war in der Hocke wegen dem Salz und auf einmal fing das Ding an zu handeln und hab voll die Orientierung verloren. Ja. Ich bin mit dem Geist um den Tresen gelaufen. Ja, das ist gemein. Das ist echt gemein. Okay, dann erstmal Tülü. Ja, danke fürs Mitspielen, ihr drei. Tschüssi. Tschüssi. Dani? Franzi, du bist noch drinne. So, wer ist in der Lobby? Habe ich immer noch in die Lobby hier. Ich hätte immer noch Franzi stehen. Belastend. Lobby-Bug. Ja. Gut. Dann mache ich eine neue Lobby, Leute. Siri, kriegst gleich einen neuen Code. Das ist ja doof. Welcome back. I've prepared some jobs for you. I've gathered a list of other hunters asking for help. Ja, habe ich gemacht, Siri. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. So. Ist raus, Siri. Hier eine Maus. Nicht die Maus. Herrschaft, Zettel. Das Spiel ist abgekackert hier, oder was? Leute, ich glaube, ich muss neu starten. Ja! Was nennt man? Ups, die Wups! Jo. Könnte ich auch machen. Aber wir haben ja noch Leute. Außer das Spiel
habt, dann kommen natürlich keine Leute. So. Wir reden kurz gleich nochmal ein. Ach nee, Leute. Ja, weiß, das hab ich. Herrschaftszeide. Wollen wir doch mal machen. Wir reden kurz nochmal neuen. Irgendwas spinnt doch jetzt. Ja. Welcome back. So, nochmal komplett neu. Leon hier wird nicht geärgert. Sie wird nicht geärgert, Leon. Wir ärgern nicht den Streamer. Wir kein Vorbild an Lili nehmen. Ganz doll lieb hab. Voll die Mopfen. Ihr wisst schon, was im Titel heute drin stand, ne? Ach, ich hoffe, jetzt läuft besser. I've got some jobs ready for you. I've gathered a list of other hunters asking for help. Auf ein neues. Irgendwas klappt doch hier. Irgendwas stimmt doch hier wieder nicht. Abend, Baby. Hallo, Elias. Juhu. Hallo. Das ist der Hobby. Und der Hobby. Ja. Ja. Der Hobby, ich sag euch das. So, einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Genau. Wir kennen sie doch alle, die ganzen Tage, ey. Ja. Alter, ich bin zu alt dafür. Ich bin zu alt. Ich bin zu alt für den Scheiß. Ja, so ungefähr, ich kenne die halt. Das ist echt schlimm, wenn man sagt, ja, ja, von damals, kennst du das Lied noch? Und du schießt dann so. Okay. Ja. Oder du kannst nach Hause gehen, du kannst nach Hause gehen, du Alter. Dann bin das Kind. Jo. Hallo, schon. Jonathan. Hallo, Oliver. Hi. Hallo. Hallo. Hey. Hi. Super. So. So, bereit? Ihr bereit, um den Geist zu jagen? Jo, wartet. Wir treten die Scheiße in den Arsch. Wortwahl, Oliver, Wortwahl. Runde drehen, die Wortwahl. Genau. Okay. Öffentlicher Stream, no. Bisschen drauf achten, bitte. Ja, wir haben leider keinen Piepser da. Nee. Piep. Ja. So, ich habe ausgewählt. Seid ihr bereit, meine Lieben? Yes. Hervorragend. Leon, ja. Wurde schon genutzt, aber ich weiß gar nicht, ob es angekommen ist. Hobby, wir haben heute euren Torwart als Ersatztorwart verpflichtet. Wie bitte? Scheiße, das ist ja gar nicht Hobby. Fuck. Oh, ich habe keine Ahnung. Was? Ich habe gerade vergessen, vor mein Spiel zu starten. Oh. Oliver, wie alt bist du? Ja, ich bin gerade vor einer Raschid ausmeldet, dass er nur piep. So, jetzt ist Hobby da. Hobby, wir haben heute euer Tor, also es hat Tor hier verpflichtet, ne? Gut. Keine Antwort. Habt ihr was Gescheites geholt? In all hier. So, wie heißt der Geist? Susan White. Unser Geist heißt Susan White. Ja, er ist okay. Susan White. Aha. Ja, gutes Gespräch, genau. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Hab sie mir direkt gefunden und wenn du den Strom angemacht hast, ist direkt hier Strom an. Ja, ich weiß es nicht. Gib mir ein Zeichen. Ich glaube, ich kann nicht da. Bitte gucken. So, ein Zeichen. Hobby, spiel diese sofort mit dem Dreck. Nein, alles gut, aber wir könnten in dem und das machen mit Hilfe. Ja. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Am besten, wenn du EMF auf das UCHEP verblickst, dann hast du einen 5er vielleicht. Ich hab kein EMF. Ich hab leider keins. Ich weiß nicht, einer von den anderen beiden. Wo bist du? Ich frag jetzt. Dann geh ich raus und guck nochmal. Wo bist du? Okay, viel Spaß. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Ich hab den Knochen. Wer hat eine Kamera mit? Ich bin im Keller.
Gott, im Keller. Und hier war ein Step. Ich bin der Türsteher. Ich stehe in der Tür. Ich mag Türen. Ich mag Türen. Ich bin der Türsteher. Ich stehe in der Tür. Ich mag Türen. Ich mag Türen. Reib ins Buch. Hab leider kein Auto. Was hast du gesagt, bitte? Alle Türen sind schon offen. Hervorragend. Da hast du gut mitgedacht. Wir haben keinen Dämon. Das ist schon mal gut. Das ist hervorragend. Hat einer von euch eine Kamera zuhörweise? Nö. Hol ich mal. Reibet. Boho. Doch, Kopfkamera. Es ist gut. Die weg, ist der Dämon weg. Jo. Oh, hattest du. Hatte, oh, wir haben Buch. Okay. Buch. Habt ihr Buch? Ja, wir haben Buch. Okay. Hobby, hattest du Box? Nee, ne? Nein. Ich habe auch versucht. Wo bist du? Bist du hier? Warte, ich verzieh mich. Gut. Ja. Wie heißt denn Oliver? Oliver ist der kleine, der jüngere Mitspieler. Kann der Mod bitte kurz einen Sound machen? Ja, Box. Zum Test. Ja, wir haben Box. Was hast du gerade gesagt, Elias? Ich hab dich nicht verstanden, tut mir leid. Ob irgendein Mod aus dem Chat kurz einen Sound machen kann für Test für die Seite. Ja, Siri hat gemacht. Ein Beweis fertig. Was haben wir denn als zweites Beweis? Box. Ist das eigentlich also cool oder ich bekomme keinen Sound? Ich auch nicht. Ich bekomme auch einen Sound. Ja, sie funktioniert. Gehört. Und ich erschrecke mich jedes Mal. Mich an, in Bianca-Qual zu sterben. Funktioniert. Oh, ja, ehrlich, ich kriege jedes Mal einen halben Herzinfarkt, Leute. Denkt mal dran. Ich bin alt. Mann. Also Geisterbox haben wir noch. Ja. Ja, genau. Ich hole mal ein bisschen was anderes, Hobby. Ihr seid alle das. Nee, Leon, da lacht man nicht drüber. Da kippe ich hier vom Stuhl und dann könnt ihr euch den Stuhl angucken. Mhm. Kann einer mal die Kamera umstellen? Armes Pferd. Ja. Einer, ja, toll. Och nö, rein in den Bereich in der Nähe des Geisterraums. Wird sich hin. Und unter 25. Upp. Hab ich gesagt? Was wär's denn? Wir müssen bei einer Jagd entkommen, Leute. Ja, ich hätte das gesagt, das, ne? Hobby, und dann heißt das nicht sterben, bitte, ne? Also das ist so einfach. Ich bin auch sehr freudig. Ich sehe, bist jetzt kein Ork. Wie alt bist du? Wo bist du? Was willst du? Okay. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Oliver, magst du mal nachgucken, ob das mit dem Räuchern gezählt hat? Hat noch nicht gezählt. Was? Mit dieses Buch hier rumgegangen. Oliver, ich hatte die Entschuldigung. Weil bei dir im Stream-Name stand Oliver. Deswegen dachte ich, ist der Oliver. Ja, mein Vater heißt so. Ah, okay. Ach so. Aber mit den Rollen hat man nicht gezählt. Sauerei. Nicht. Aber ich habe auch noch kein Orb gesehen. Das ist nochmal. Wieder umgestellt. Ja, ich glaube, Orb können wir noch gar nicht mehr haben. Wir haben ja schon Buch und Box. Ach, stimmt. Siri? Was sprichst du das Sanity? Guckst du mal? Die durchschnittliche Sanity ist 50. Okay, gut, danke. Danke. Also, Yokai hätte schon anfangen können. Ja.
Dann würde ich sagen, bleibt jetzt nur noch Bonis. Wollte eigentlich nicht. Guys, gib mir Pitcher. Wir müssen einer Jagd entkommen, Leute. Er kommt doch schon. Also egal. Er kommt! Die kommen an mir, Mann! Hoppy! Hoppy, was machst du? Bei einer Jagd entkommen, nicht bei einer Jagd sterben, Hobby. Alter. Ja gut. Übrigens, das mit den Räuchern hat gezählt. Super. Hobby. Der Geist, ich habe auf der Kamera gesehen, der Geist hat gekrabbelt und war nicht so schnell. Ja, er hat gekrabbelt und er hat Hobby gefressen. Ja. Brauchen wir noch eine Kerze? Ja, bitte. Mein Hobby. Ich hole eine Kerze. Ich danke dir. Hi. Er liegt im Wandschrank, gleich auf der rechten Seite. Okay. Elias? Ja, Bianca. Wir müssen immer noch während der Jagd entkommen. Okay, ich bin auch ein Spezialist dafür. Und wir müssen unter 25%. Wir sind jetzt bei 28. Indem wir, ja, pass auf, ich erklär's dir. Wenn der anfängt zu handeln und wir haben die Aufmerksamkeit von ihm, das merkst du an dem Herzklopfen. Und du kannst dich dann verstecken und du wirst nicht getötet. Dann sind wir entkommen bei einer Jagd, wenn du überlebt hast. Achso, okay. Er weiß doch nicht, wo wir verlieren ihn und dann verstecken wir uns. Er muss dich einmal gesehen haben. Der muss dann zu dir kommen, dann räucherst du und dann rennt er weg, dann kannst du verstecken. Ja, dann solltest du keine Fingerabdrücke. Was haben wir? Keine Fingerabdrücke. Okay. Okay. Hast du Räucher? Ich nicht. Ich hab keinen Räucher. Dann stell dich bitte nicht da so hin. Und nicht sterben! Noch alle? Ja, ich habe mein Leben riskiert, es tut mir leid. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hat er denn mal kurz gezählt? Hat. Ihr habt ein Foto gemacht? Ja. Müsste gezählt haben, weil er ist mir eigentlich hinterher. Oh, perfekt. Okay, gut. Weil der war genau neben mir. Ich war hinter der Tür. Ne? Ich habe ihn nur durch die Tür. Hervorragend. Er hat mich auch gesehen. Ja. Den letzten Beweis, ja. So. Ist das Feuer an vorne, Hobby? Also. Bitte was? Wie? Ist das Feuer an von Hobby? Das weiß ich nicht, ich habe nicht geguckt. Wir haben Buch und Box. Müssen wir noch auf meine Beweise gucken hier, Leute. Ich kann das noch nicht auswendig, ey. Das ist doch zum Mäusemelden. Blablabla. Ich hätte jetzt gesagt. Gut. Dämon, Odi, Jurai. Nee, Jurai. Ich denke, es ist ein Odi. Ja. Dann hätten wir EMF-5. Wer hat denn hier EMF-5? Ich nehme mal EMF-5 mit. Das können wir gleich feststellen. Wehe, du stirbst da drinne! Nicht sterben! Ja. Ich hab Rohrwurm. Okay, wir werden jetzt nochmal richtig Orbs checken und wenn es das ich dann nicht ist, dann hätte ganz. Wo ist denn hier mein Vigi-Brett jetzt hin? Und wo?
das ist im Spender. Also ja, sie müssen ach, ja. Die Kamera im Keller unten verstellen, weil man sieht nichts. Der Geist ist schon wieder auf 7%. Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Leon. Jonathan, ich gebe dir einen Tipp. Wenn du die Kamera aufstellst, dann stell dich am besten immer so hin, dass du den ganzen Raum. Ich hab die so aufgestellt, aber Hobby hat die einfach halt normal hingestellt und dann hat Hobby die so hingestellt, dass ich nur eine andere Wand sehe. Achso, guck jetzt nochmal drauf. Ich hab sie nochmal einen ganzen Raum gestellt. Okay, ich guck. Leave or die. Wieso krieg ich jetzt das blöde Ouija-Brett nicht an, ey? Alter. Leave or die. Oh. Jager, was denkst du? Leave or die. Ich sterbe. Oh, bin schon wieder da. Wie bitte? Wir müssen hier alle mal, Sanity nehmen, Leute, sonst komme ich hier mit dem fünften Beweis, mit dem dritten Beweis nicht weiter. Das ist belastend. Also. Ja, ich lebe noch. Kamera steht. Ich liebe Raclette. Könnt ihr mal Knicklicht ausmachen? Wie kann ich das so, wirklich? Hallo? 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 Ich krieg doch das blöde Brett nicht an. Jetzt. Wo bist du? Wie alt bist du? 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 Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? 5, EMF 5. Ja! EMF 5, mit dem Uni. Hervorragend. Man muss nur fragen nach einer EMF 5. Echt? Dann kriegt man das auch geliefert. Ich wusste! Hobby! Wir haben einen Oni! Puh, war nicht das ist eine Uni. Haben wir den Knochen, Leute? Ja. Ja, guck mal, du hast mir den am Anfang gezeigt. Ja, Knochen haben wir tatsächlich. Stimmt. Der war sogar unten. Super, stimmt. Dann können wir nach Hause. Ja. Ich wusste, dass es ein Uni war. Let's go! Guck mal, die Kamera! Gut platziert. Nein, eigentlich nicht.
Night of the Dead, das ist auch nicht schlecht. Wir mal angucken. Let's go! Juhu! Sehr schön. Ich will Level 1000 sein. Das geht noch schneller, als ihr lieb ist. Ja, ich kam sehr lang schon hier an den Level. Aber ich habe hier bald mein Level 600. Ja. Ja, diese Teil ist nicht gut. Ja. Mache Pizza bei Luigi. Mach nur die Pizza. Na, bei mir, warum diese Teil ist nicht gut? Ja, Mann. Serie in Night in, Night of Dead ist übelst geil. Ja, die Reise für die Situation da auch. In was? Night of Dead, wenn ich es gerade nicht gelesen habe. Ja. Bist du soweit? Ja. Achso, du bist am Auffüllen. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, und da war noch. Ja, alles gut. Entschuldigung. Arg, ja, das ist so ein Marathonspiel, da. Aber doch, Lust hätte ich da schon drauf. Lust hätte ich da auch drauf, ja, absolut. Aber ich glaube, da bist du echt lange mit beschäftigt. Guten Tag. Guten Tag. Ich gucke Elias an, aber warum redest du? Ja, ich kam von hinten angerutscht. Marako, ich bin überall dabei. Ist das die neue Map? Richtig. Nein. Die neue Map ist Willow Street. Willow Street. Wir sind in... Leesdale, das ist ein Pfarrhaus. Warte mal. So. Der Geist heißt Mary Jones. Brauchen wir ein Geisterfoto? Geisterfoto, verjagen ja. Während einer Jagd, also mit Räucherstäbchen und Kruzifix. Vorher? Ja, aber pronto. Aber pronto. Pronto. Hier ist ein Jagd, kenne ich. Ich glaube, Marco kennt ihn nicht wirklich, aber ich kenne den ja. Das kenne ich hier. Wo bist du? Wie alt bist du? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du denn? Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Hallo Geist. Gib mir ein Geist. Zeichen. Hallo. Gib mir ein Zeichen. Juhu. Hallo. Hallo. Ja, Zeichen. Ich habe Geisterbox oben. Wie? Nee, Abstellraum. Wollen wir auf Donnerstag? Was ist denn Donnerstag? Ach ja, Ferien, ne? Ich freue mich da. Ja, das glaube ich dir. Mein Sohn freut sich da auch schon drauf. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Hallo, Geist. Irgendwo ist aber gefallen. Dort rein bist. Jap. Habt ihr auch so viel Wasser unten gehabt? Ich weiß, es sind reine. Aber habt ihr auch bei euch Wasser gehabt? Leon? Was machen Gib mir ein Zeichen. Ja. Der Beste ist oben. Ach ja, danke. Ja, dieser okay, Rory. Der Geist ist ein Abstellraum. Wo Wir haben ein Geisterorb. Wie? Sehr gut. Okay. Wir haben Geisterbox. Ja. Box haben wir auch? Ja, ich würde den Strom auslassen. Wir haben alles. Nimm mal ein Buch mit. Was wollen Sie noch wissen? Irgendjemand von euch? Will nicht. Hallo. Wenn du trotzdem noch eins gibt. Oder warte mal, was haben wir jetzt neben Auftrag? Polo, da war doch was. Ja. Gib mir ein Zeichen. Ich wollte mich hier verstecken, wenn der Geist. Das ist keine gute Idee, Sonny. Weil ja, da sieht er dich sofort. Ich warte, wenn der Geist kommt, müssen wir Tür zumachen, weil dann kann ich gucken, ob Fingerabdrücke sind. Ja, aber warte bitte erst damit, bis ich hier draußen bin. Party! Juhu! Party! Whoopi! Whoopi!
Was? Wie richtig am Abdancen hier. Geschleckt. Gib mir ein Zeichen. Was ist das? Hallo? Ich will nur sagen, wir riskieren hier gerade einen Chin, der uns tötet. Egal. Das ist so. Wir tanzen aber für den Geist. Egal, es ist. Gib mir ein Zeichen. Wir nehmen hier den guten Holzlack hier von Markus. Wir müssen eh bei einer Jagd entkommen, also daher. Das hier ist Markus guter Holzlack, wir wollen ja nicht verkaufen. Jawohl. Was denn? Ein Zitat von Marco, der ist aber nicht schnell. Und weg war. Aber das wissen wir auch schon mal. Ja, ein Geisterfoto. Er ist schnell, weiß Johnny, da kannst du gleich ein Geisterfoto machen. Er ist langsam. Ja. Alle drei sagen, er ist schnell, er und der Einzige. Nö. Hallo Geisterli, gibst du mir ab bitte einen kleinen Beweis? Ich gebe dir meinen Kassage, halten, irgendwo hat er was geschnitten hier. Das hat er übel runtergeschmissen, ey. Das ist ein goldener Scheißer. Ja, drei. Drei. Zwei Sachen gerade auf einmal geschmissen. Drei. Das könnte ein Poltergeist sein. Ich hab nur drei. Poltergeist. Dann guck dir mal die Bauern raus. Bitte was? Fingerabdrücke wollte man noch. Nach dem Hand spätestens. Komm, ich schmeiß mal alles hier mitten hin. Der Geist ist reich, er hat Klopapier. Oh, hab ich auch. Schreib ins Buch. Zapogo, Disco Pogo. Zapogo, Disco Pogo. Betty Pogo, Disco Pogo. Nein, wer ist tot? Halt, stopp! Alle stehen bleiben, wir haben Stillstand. Bitte stehen bleiben. Ja, Stillstand. Vorher wäre spät, aber. Ach, Hobby lebt noch. Ja, klar, ich bin. Ja, ich glaube, Jonathan ist gerade in den Bach runtergegangen. Ja, Jonathan wollte nicht mehr. Er hat versucht, ein Foto zu machen, ja? Ich möchte das mal betonen. Wir machen gleich den Poltergeist. Ja, ein ganz mutiger Junge. Danke, Jonathan, du hast meinen Arsch gerettet. Hobby, mal ein bisschen mehr Gefühl, ja? Alter! Er hat hier nicht mal das Kruzifix angefangen. So, ich hol mal eben eine Kerze. Wo ist der Kleine denn gestorben? Und er hat sich so gefreut. Auf Donnerstag. Hat er ein Foto gekriegt? Nein? Warte. Ja, klappen gut. Hallo? Habe ich gesagt, ich möchte das hier, das geht nicht. Das geht aber so nicht. Was soll ich das denn machen? Ja, ich mach Hobbys manchmal echt kaum. Ja, lebt ihr noch? Ja, heilige Maria, Justin. Ich hab auch nur eine Kerze mit, Leute. Wir haben einen Holder-Scheißer. Wir haben Fingerabdrücke. Was haben wir? Hallo, hab ich das gerade richtig verstanden? Wie nennst du das? Wortwahl? Ja. Hallo, das nennen doch alle hier so, okay? Wortwahl? Tut mir leid, okay, aber es nennen doch alle. Es ist doch wahr. Wo ist der? Wo spawnt denn?
Wo ist der denn jetzt gestorben? Also der ist die Treppe runtergekommen. Oh ja, ich sehe es. Aber, ja. Wo spawnen die ganze Zeit, wenn er nicht da ist? Keine Ahnung. Ja, das habe ich nicht mitgekriegt. Das weiß ich auch nicht. Was hast du jetzt gesagt? Was haben wir jetzt? Ein Poltergeist, ja? Ja. Ein Poltergeist. Dann haben wir Fingerdinger oder wie, oder was? Ja, Fingerdinger. Jeder Tür. Kruzifix müssen wir noch machen, Leute. Ja, deswegen, wir wissen ja direkt, was. So. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute haben wir denn noch? Das wäre doch sonst die letzte Lobby. Wir haben Kruzifix. Ah, super. Haben wir ein Geisterfoto? Ich muss mich an morgen denken. Alle, die sich jetzt noch gemeldet haben, gut, super. Auf morgen. Letzte Lobby, genau. Wir müssen noch dem Geist mit Räucherstäbchen verjagen. Und wir brauchen ein Foto. Aha. Am Bildschirm. Räucherstäbchen. So. Zack. Zack. Durch Sari, oder? Bitte was ja, machst du? Ja, ich darf sie noch machen. Ja, Sari hat mich hier zum Opfer erklärt. Im Chat. Hat mir vier Ektos geklaut. Sauerei. Ich hab Zäpfchen mit. Okay, ich muss mir eine Kamera holen. Das geht doch wieder in die Hose. Ich hab's letzte weggeschmissen und hab's sogar noch aufgehoben und dann noch geräuchert. Echt? Ja, das kenne ich. Ich schmeiß das dann. Ich mach das nicht an, ich schmeiß das weg. Ich kann das auch gut. Ich weiß gar nicht, wie ich hier immer auf G komme. Kenn ich. Gewusst. Ich würde ja gerne mal wissen, wo der Geist herkommt. Gott. Gottverdammt. Das ja, das will ich gerne wissen. Der Geist selber. Oder spawnt die hier? Das würde ich auch mal gerne sehen. Na, das wäre das super Gaudi. Ja, das wäre echt. Ja, der spawnt. Wenn der gleich vor der Treppe spawnt. Okay, jetzt muss ich ein Geisterfoto machen. Ja. Genau. Einer schaut rein, links die Treppe am besten, ich schau Bart und der andere schaut nach vorne. Okay, also ich schau. Hobby, wo bist du denn? Von da? Ich schau. Ja. Ich steh schon wieder da vorne. Also, oh. Ich guck runter, wo ist der Geist? Nicht rechts, nicht vorne, vorne. Du musst von vorne kommen, ne? Leiter, Mami! Am Dachboden, scheiße! Entschuldigung! Entschuldigung! Nein! Okay, wenn du willst, kannst du gleich eine Kerze holen. Ja, ich hab ein geiles Foto am So gut durchgehalten. Geht heute nicht. Ich bin tot. Okay. Hi. Ja, hi. Willkommen im Himmel. Ja, willkommen im Geisterreich. Ich wusste nicht, dass der Geist gehandelt hat. Ja. Ich hab mich gefragt, warum ihr weggelaufen seid. Ja, das macht man so mal gemeint. Aber dafür hat er mich auch eingeholt. Aber es war ja auch ein... Ganz ehrlich, ich wollte nur versuchen, Fotos zu machen. Ja, klar, wenn du jetzt hier den Dach... Fingerdinger. Fingerdinger, genau. Wie ihr einfach einen Bordler benutzt habt. Ja, ich vergesse das auch gerne mal. Bei dem Kleidchen. Mit Flügel. Wie du noch folgst? Ich war tot! Kidi! Ja. Aber dafür haben wir alles geschafft. War schon mal ganz viel wert. Ich war der Erste, der gestorben ist. Ja, du bist der Erste gewesen. Da wir aber alles haben, hoffe ich, dass die anderen beiden jetzt rauskommen. Dafür habe ich jemand gerettet. Stimmt, du hast Hobby gerettet, ne? Genau. Ja. Weil sonst hätte Hobby gestorben. Stimmt. Hat der Hobby auch gesagt. Warum bin ich nach unten gelaufen?
Hab ich auch gerade versucht, aber ich glaube, der Geist, ich war zu schnell, der hat mich von der anderen Seite geholt. Ich war ja vor den Raum, wollte die Tür nochmal aufmachen und zumachen und danach bin ich einfach hoch nach oben gelaufen. Ja, und wo weg waren wir? Ja. Kann vorkommen. Wir können nicht raus. Wo ist das halt? Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Hauptsache, die müssen noch eine Kerze hinstellen. Ja, das wäre natürlich nett. Elias stirbt. Hobby macht Kerze rein und steht dann auch. Und dann verloren. Ja. Ich glaube, ich habe noch nie eine Runde verloren. Ja. Ja. Was soll man machen? So ist das Spiel. Ja. Warum kann man nicht jetzt Geist funken, also den Geisterfunk? Ja, aber das leider noch nicht klappt, du. Ja. Was ist hier? Aber Donnerstag werde ich mich um 12 Uhr, um 19 Uhr. Ja, das machen wir auf alle Fälle. Wie mit der Sven? Was, die sind hier immer noch drin? Hallo? Das ist Sven! Donnerstag um 19 Uhr Stream Sven. Ja, du musst mal in den Chatplan reingucken. Da siehst du, wer wann online ist. Und da freue ich mich am meisten drauf. Ja. Ich habe mit Sven heute Morgen oder so 14 Uhr habe ich mit ihm geschrieben. Wann frei ist für einen festen Platz, ja? Ja. Und ich bin Donnerstag. Juhu. Bist Donnerstag? Ja, siehst du. Dann bist du mit Sven am Stream. Ja. Wünsche ich euch ganz viel bis Glück. Bis 23 Uhr. Darfst du denn so lange aufbleiben? Ja. Okay. Nicht, dass du nachher irgendwie Ärger kriegst oder so. Das wollen wir ja nicht. Nö. Komm ich schon nicht. Wo bleiben die denn, Mann? Ich war ja gestern mit Marco, war ich kurz fester Spieler. Kurz? Was heißt kurz? Kurz. Marco hat ja gestern um 16 Uhr gestreamt. Ja. Wir haben bis um 18 Uhr, weil 19 Uhr war ich fester Spieler. Und dann, ja. Ah, okay. Für die Zeit von 16 bis 19 Uhr, oder was meinst du jetzt? Ja, ne? Ja. Ist schön. Also, zuerst waren noch die anderen drei, also ich und noch zwei andere, ich weiß gerade nicht den Namen, die waren auch kurz feste Spieler, also die drei, wir waren zu dritt fester Spieler, und dann wollten wieder Leute mitspielen, dann wurde ich zu festen Spieler, weil ich ja noch nie war. Ja. Ja, ich freue mich. Sandra und Oya waren mit dabei. Ach, Marco gerade. Sandra. Das freue ich mich schon. Und die Oja. Hoffentlich sterbe ich Donnerstag nicht. Nee, da musst du dich gut zurückhalten. Ja. Ordentlich auf Geisterjagd gehen, schön zurückhalten und die anderen gut unterstützen. Weil das kriegst du ganz bestimmt hin. Weiß ich. Ja. Die riskieren es halt. Die wollen, dass jemand stirbt. Der Chat, naja. Halt die nicht der Chat, aber guck mal, die sind nicht draußen, vor allem tausendmal Hand. Nee, ja, die suchen den Knochen. Sonny, die suchen den Knochen. Die suchen immer noch den Knochen. Hallo! Hast du mich von da gehört? Entschuldigung, Johnny, ich konnte gerade nicht reden. So, was denn? Ja, kurze Frage. Ja. Warum flackert das Licht, wenn der Hand ist? Du, das ist eine gute Frage. Da flackert ja alles. Da flackert ja auch die Taschenlampen. Ein Anzeichen dafür, ja, dass er handelt. Wenn das Licht angeschaltet ist. Mein echtes ist doch auch nicht so.
Naja, gut, im Echt flackert ja auch keine Taschenlampe, ne? Er hat die Kontrolle über alle Taschenlampen. Wenn er handelt, dann macht er die immer an und aus. Ja, aber er macht dann ja auch das Licht an und aus. Ich dachte schon, du hast ihn gefunden. Siri! Weißt du? Ja. Mal wieder gerne. Sie ist in mir. Nö. Oder ich stand gerade in dir. Du standst jetzt in mir. Du bist aber in mir reingelaufen. Bei mir. Ich hab nur über dir geguckt. Ah, okay. Wie hat Hobby so viel Sanity verloren, bitte? Der hatte 40 Sanity. Hat der vielleicht. Ja, der hat er mit dem Digibyte rumgealbert. Natürlich. Die Taschenlampe, die macht einen Spaß. Guck mal. Ja. Taschenlampe an. Ja. Ja. Wo ist das? Ja. IG, was ist das denn Zeichen? Geht's Kette? Nein, Elias! Ach nö! Hobby. Komm raus, Lause. Was war das denn jetzt hier? Ich bin nur auf der Suche nach diesem doofen Knochen. Und schwupps, weg warst du. Also ich will jetzt hier kein Full Wipe haben, ja? Es hat jetzt schon gereicht, dass wir beide gestorben sind. Hobby, ich will nach Hause. Lass die Knochen sein. Ich war hier. Hobby. War ich auf dem Dachboden hinterm Schrank. Erste Weg, was sie macht, ist direkt zu mir. Ja, hab ich gemerkt. Leider Gottes konnte ich ihn nicht abhängen. Oder er ist von der anderen Seite. Ich war zu schnell. Der ist von der anderen Seite gekommen. Ja, das hat gereicht, dass wir beide gestorben sind. Und jetzt du? Ja, ich wollte nicht. Ja, unbedingt nicht. Sari? Aber so, wenn man immer nach einem Knochen oder nach irgendwas anderes sucht, ist eigentlich immer hundertprozentig, dass irgendeiner. Solange wir jetzt keinen Full Wipe kriegen, ist das in Ordnung. Aber Leute, es gibt bei jeder Map kein. Er muss nicht bei jeder Map einen Knochen geben. Eigentlich schon, aber der spawnt manchmal an ganz bescheuerten Plätzen. Es kann auch sein, dass er draußen ist. Wollen wir den Knochen suchen? Ja, du gehst links rum, ich gehe rechts rum. Elias bewacht den Truck. So, die dritte Kerze ist hier auch oben, jetzt darf ich schon abfahren. Juhu! Nach Hause telefonieren. Hallo? Auf meiner Seite war er nicht. Ja, auf meiner auch nicht. Dragon Siege Schirm 1, wir fahren los, alle auf Kerze. Nein! Alle oh. Edgy. Wir müssen noch drin bleiben. Ja, wir müssen leider hier bleiben. Lulu! Was? Bin einmal tot. Einmal. Muss ich sagen. Wir haben einen Poltergeist. Hobby, hättest du nicht auf uns warten können? Ja, ich hatte eilig. Mein Zug fährt weg. Nicht, ja. Der Stuttgarter Zug fährt weg. Aber ja. Danke, dass ich mitspielen durfte. Gerne. Dann noch und tschüss. Ja, tschüssi. Ciao. Tschüss ihr beiden. Ja. Hab jetzt noch die dritte Kerze reingestellt. Hab ich gesehen, ich dankeschön. Konnte. Danke. Und danke, dass ihr dabei wart. Bitteschön, gerne. Bis bald, tschüssi. Ja, bis bald, tschüss.
Ja. Das war's schon wieder für heute Abend. Ich möchte ganz, ganz viele Teddys sehen. Mächtig viele Teddys und ganz viele Hasis. Ganz mächtig. Richtig. Bombig. Haut den Chat voll. Schön, dass ihr da wart. Hat viel Spaß gemacht. Bin froh, dass mein Stream durchgehalten hat. Vodafone war diesmal auf meiner Seite. Und freue mich schon auf das nächste Mal bei euch. Mal wieder gerne. Ordentlich melden. Und morgen ist Sender. Außer wenn Lilly da ist, die ärgert sich wieder. Lilly. Ja, noch ein bisschen mehr. Dann wird das nix. Mit der Ektos. Gut. Dann wünsche ich euch alle eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Dann sag ich auch.